Ja, haben wir gleich so einen Quergang hier. Moment, genau, das hier haben sie alles voll geblutet. Und dann hier runter haben sie alles voll geblutet. Da ein bisschen, über mal ein bisschen was verloren. Hier sieht auch keiner mehr. Liegt noch ein paar Zähne rum, aber sonst ist alles gut. Bisschen Kotze. Ein Arm. Was soll's? Gleiche natürlich auch noch mit anderen Armen und Beinen. Wir haben einfach die Silberbarren fallen liegen lassen und dann war es das, ne? Mensch, das fällt doch kaum auf. Und hier, das glaube ich, ist an Anfang genommen. Ich weiß es nicht. Die erste Schlägerei war, glaube ich, da unten. In dem, was wir mal sozusagen als Übergangsweise groß haben, der Diplomat. Jo. Jo, erzähl uns was, alles ist gut. So, der Menschendiplomat. Wir handeln heute nicht, es tut uns leid. Wir haben aktuell ein kleines Problem gehabt hier und müssen uns jetzt erstmal um die Verletzten kümmern. Von denen wahrscheinlich immer noch keiner weiß, was die überhaupt haben. Kann ich gerade. Oh Gott. Achso, das ist nur hier irgendwelche Finger sind kaputt, Knochen gebrochen und sowas. Das geht ja noch. Nacken ist auf. Oh, doof. Die linke Hand. Ein bisschen angeratscht. Okay. Oberkörper, die Haut ist gerissen, das Fett ist alles gut. Die rechte Hand, ja, guck mal, die geht's doch. Das ist doch minimal. Du bist ein bisschen schwerer verletzt. Alter, was machen die mit euch? Du kannst nicht stehen, weil dein rechter Fuß, also rechtes Knie ist zumindest kaputt. Der erste Zeh am rechten Fuß ist auch kaputt. Rechte Oberarm, ein bisschen hat sich infiziert, ist jetzt schlecht, so eine Entzündung am Arm. Die linke Hand, der Knochen auch gebrochen. Wrist, Wrist, Wrist. Keine Ahnung, mit irgendwas mit dem linken, linke Hand zu tun haben. Linken Finger gebrochen, Finger auf den Kopf. Torn apart. Halt fällt immer, dass es weg ist, aber ich habe jetzt die Haare verloren. Infektion, Infektion. Wir haben keine Seifenproduktion bisher. Eine voll super Entscheidung gewesen. Alter, bei dir ist aber alles kaputt. Was soll gemacht werden? Okay, wir müssen die Seifenproduktion mal starten. Das ist doch eigentlich nur, das ganze Fett wird auch eh gerendert. Der Soapmaker, was brauchte der denn nochmal? Und wir machen jetzt einfach mal einen Workshop. Und da gab es doch irgendwo den. Ist das beim Farming gewesen? Nee. Wo war denn das mit der Seife nochmal? Ich würde mich an sowas erinnern. Ich brauche das so sehr. Da, Soapmakers Workshop. Das muss aber oben sein. Das muss ich irgendwo hier oben hinsetzen, weil hier oben wird der ganze Scheiß ja auch hier verarbeitet. Wäre ja voll bescheuert. Komm, das packen wir mal hier unten hin, in das Kämmerchen da. Du bekommst einen Eimer und mach das mal aus irgendeinem Stein. Komm, machen wir mal gleich zwei raus. Du bekommst auch einen Eimer und noch einen Stein. Ich kann auch von mir aus vier machen, weil der Raum ist ja gerade frei. So. Wir werden mal Seife herstellen, ein bisschen was gegen die Infektionen tun. Er kann nicht diagnostizieren, weil der Patient sich nicht ausruht. Ja, ihr solltet schon liegen bleiben. Nur extra ein paar Betten, ihr könnt euch mal umlagern. 2, 4, 6, 7 noch auf dem einen Bett. Dafür liegen aktuell drei Leute gleichzeitig auf dem Tisch, während einer zusammen mit seinem Hund auf der Schreckbank liegt. Weiß ich, ob das so schlau ist. Die Idee, das Krankenhaus zu erweitern, gab es ja schon. Ich wollte das ja gerne über beide Räume haben, weil das wird ja nicht mehr benötigt. Ist aber noch zugewiesen an den Manager anscheinend. Aber dann wird das halt hier ein größeres Krankenhaus. Wäre angebracht. Ich finde es viel interessanter,
dass anscheinend niemand auf die Idee kommt, diesen seltsamen Vorfall zu melden. Das gibt es auch nirgendwo als... Genau, macht sauber und so weiter. Aber es gibt auch nicht den Job, ne? Normalerweise gibt es den Task, die melden was. Beat Criminal. Das klingt nach einem Plan. Wissen. Wo ist unser Captain of the Guard? Der ist gerade dabei, jemanden zu verprügeln. Voll. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass der jetzt direkt die nächste Keilerei anfängt. Nur erstmal die ganzen Katzen aus dem Weg gehen. Er sucht den Kriminellen. Hat den kurz vergessen, was er machen sollte. Hat er den jetzt verprügelt? Er hat ihn zumindest verprügelt. Der Captain of the Guard hat gekämpft gegen den Quarkszwarf. Warum gegen den Quarkszwarf? Vielleicht ein Planter war das Problem. Quarkszwarf idem. Oh nein, ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Oh nein, er ist tot. Er steht wieder auf. Schnappt sich den nächsten. Prügelt den. Okay. Wo ist er denn jetzt? Ist das Zwergenkind? Das war der Captain of the Guard. Wo ist mein Craftstar? Da ist Edem. Schwer verletzt. Wir haben noch keine Diagnose, aber ganz viele Sachen, die anscheinend kaputt sind. Schaffst du es selbstständig zum Krankenhaus? Ich hoffe nicht. Lass den da verrecken. Ich weiß nicht, ob er es war. Aber er muss ja ein Verbrecher sein. Sonst würde unser Captain ihn ja nicht verprügeln. Wer kämpft jetzt schon wieder? Captain of the Guard ist am Kämpfen. Und jetzt schon wieder. Nee, er verbindet jetzt erstmal welche. Der Captain of the Guard ist nämlich auch Arzt. Sehr vorbildlich. Okay, haben wir das Gröbste da geklärt. Jetzt muss ich noch mal rausfinden. Idem, ja, der wurde gerade verprügelt, der wird nichts mehr zugeben. Der wird nichts mehr zugeben. Das ist vorbei. Das haben wir. Das heißt jetzt meinen alles hier unten weg. Hier oben die Grünglaswand muss noch engraved werden. Und diese Wand muss gesmoost werden. Dann sind wir doch schon auf einem guten Weg. Haben heute nur eine Ebene geschafft. Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich gleich einmal Schluss machen. Wir haben gut was geschafft. Weniger als ich wollte. Also gut, wir haben angefangen, unsere Silberpyramide jetzt zu bauen. Die entwickelt sich, wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, weil wir leichte Probleme kriegen mit Zwergen, die arbeiten können. Unglaublich viel schon wieder hier, das auch inaktiv gesetzt wurde. Warum auch immer. Stimmt, weil die unterwegs gestört wurden, ne? Durch die Massenkeile im Treppenhaus. Deswegen lag da auch überall ein bisschen Silberbarren rum. Zumindest auf den unteren Ebenen lagen überall ein paar Silberbarren.
Na, sagen wir mal so, wir haben heute 22 Zwerge verloren. Ich glaube, wir sind mit, nee, wir sind mit 12 geschafft. Wir haben 19 Zwerge verloren heute. Könnte schlimmer sein, hätte aber auch besser sein können. Immerhin haben sie schon mal wieder aufgeräumt. Ab paar Blutflecken. Mehr Zeugen nicht mehr von dem zwischenzeitlichen Massenst. Und ein paar Blutflecken mehr. Aber na, alles okay. Sand haben wir immer noch genug. Die Glasproduktion läuft. Unsere nächste Stufe der großen Halle ist jetzt auch da. So, hier. Dann können wir jetzt die nächste Stufe wieder festlegen. Nur noch hier das zumachen wird. So, und dann da Mauern. Also Engraven, Channel, Mauern. Dann ist die Ebene auch fertig. Dann bei der hier wird jetzt schon gesmoost und gegraben, wie es sich gehört. Dann sind wir nur noch 1, 2, 3, 4. 5 Ebenen entfernt von unserem eigentlichen Ziel, nämlich dem Glasmagmaboden oder dem Glasboden mit Fußbodenheizung. Also wir arbeiten daran. Warte, bevor ich jetzt hier aber gleich Schluss mache, ich channel jetzt schon mal, ich sag hier dazwischen schon mal, dass sie channeln sollen. Hat ja voll super funktioniert, dann wollen wir das nachher nämlich nochmal durchgehen. Weil dafür haben wir das jetzt ja theoretisch. Das ist ja voll super. Dass wir das jetzt noch sehen. Ich darf das auch nirgendwo vergessen, nicht, dass wir nachher irgendwo diesen schönen Gang haben. Aber das Wasser nicht bis unten durchläuft, das wäre voll schade. Aber noch sieht es gut aus. Noch ist das ein durchgängiger Schacht. So, Petition. Nein, lassen wir. Ihr könnt ruhig abhauen. Von euch wollen wir heute nichts. Das ist durch. Ihr seid am Trainieren. Und Edem macht den nächsten Tantrum. Kann ich Edem nicht jetzt? Haggard! Essen. Ich würde ihm ja gerne die Todesstrafe geben, ne? Ich kann ihn nicht einfach wegschicken. Müsste ich aber, glaube ich, ne? Ich müsste ihn einfach wegschicken, weil er einfach zu viel Stress. Also er ist theoretisch schuld an den ganzen Toten heute. Trägst du irgendwelche tollen, wichtigen Sachen? Nein, du trägst ein bisschen Stoff mit der Robbe. Hast du ihn in Stoff eingewickelt, in Fäden, Reste, die du irgendwo gefunden hast. Ansonsten trägst du nur. I. Also. Sie ist nur bekleidet mit einem Handschuh, zwei Socken, hat ein Käppi auf und ansonsten hat sie sich einfach ein paar Bindfäden um den Körper geworfen und ist ansonsten einfach nur weinend läuft sie durch die Gänge. Das heißt, erstmal sich ein Zwerg wegschicke, ne? Voll traurig eigentlich. Aber bevor nochmal 14 draufgehen. Wir werden Edem jetzt wegschicken und danach will ich den Stream beenden, in Trauer darum, dass wir Edem weggeschickt haben. Oh, guck mal, wir schicken die zu diesem, zu irgendwas anderem. Muss ich es austauschen? Gehen dann beide. Geh weg. Sie bleibt nur hier. Was macht sie denn jetzt? Also die Blutlachen laufen. Towering Skindes Stegosaurit. Ist mir gerade egal. Ich muss gucken, was unser Craftsdwarf macht, den wir gerade verbannt haben und der einfach sich entschieden hat, noch weiter in die Festung zu laufen. Ich weiß nicht warum. Weil er aktuell noch den Task mit dem Essen auf der Liste hat. Geht jetzt einfach nur noch einmal runter, isst was und geht dann. Kann ja sein, aber traue ich ihm nicht zu.
Ach, der Captain of the Guard schleppt sie gerade ab. Aber weil sie gerade ausgefragt wird. Okay. Dann kann sie ja theoretisch verurteilt werden. Also genau, sie hatte noch Hunger. Isst was und dann geht sie hoffentlich und lässt uns in Ruhe und kommt nie wieder. Ich versuche es jetzt mal mit. Wir haben schon 12 schlecht gelaunte Zwerge. Ich kann aber nicht alle schlecht gelaunten Zwerge wegschicken. Patienten ruhen sich nicht aus, also können wir sie nicht wegschicken. Und gibt es noch einen Nachtisch? Vielleicht geht sie jetzt. Lassen wir uns am Mittwoch überraschen, was hier noch weiter passiert in dieser Festung. Das morgen und Dienstag ist Kerbal Space Program. Weiter die Karriere im ersten Teil, weil, wie ich heute vorhin schon mal sagte, es gibt immer noch gar weiterhin keine neue Grafikkarte für mich, also auch noch kein KSP2. Aber nicht schlimm. Die Karriere im ersten Teil ist auch schön. Und wie gesagt, war Fortress erst am Mittwoch dann wieder. Diesmal auch auf alle Fälle. Gibt diesmal keinen Ausflug in ein anderes Spiel wie beim letzten Mal. Ich bin froh, dass ihr dabei wart. Wünsche euch morgen einen wunderschönen Start in die neue Woche. Heute noch einen schönen Abend. Ich gucke mal, ist noch jemand da, wo ich euch hinschicken könnte? Bestimmt, oder? Notfalls zu blind. Ist blind da? Nö, ist was? Es ist kein Dwarf Fortress-Streamer. Gar keiner. Also keiner aus meiner Liste. Wer sonst ein Dwarf Fortress-Streamer? Guck mal, da steht bei einem steht Deutschland, aber der spielt kein Dwarf Fortress. Der schwindelt doch. Ach so. Nö. Tut mir leid, ich finde jetzt keinen Deutschen Dwarf Fortress-Streamer und bei den Engländern weiß ich das jetzt immer alles nicht dabei. Da mache ich es nur blind, weil den kann ich einordnen. Den kenne ich schon. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.